so, als ob wir von einer Friedenslösung noch ziemlich weit entfernt sind. Es hängt natürlich auch alles davon ab, inwieweit Russland und die USA in den nächsten Tagen, Wochen sich noch darauf einigen können, zu einer gemeinsamen Politik zu finden, um einen landesweiten Waffenstillstand durchzusetzen. Aber im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass die Dinge sich in diese Richtung entwickeln. Ja, ich glaube, die einzigen Bereiche, in denen man Wiederaufbau betreiben kann, sind Bereiche, die nicht direkt mit Infrastruktur zusammenhängen, weil überall im Lande wird gekämpft, wird weiter bombardiert. Die einzigen beiden Bereiche, wo ich denke, dass es Sinn macht, Hilfestellung zu geben, sind Bereiche, in denen zumindest Deutschland in den letzten Jahren auch schon stark unterstützt hat. Das ist nämlich die Unterstützung der neu entstandenen Medien im Land, die sehr gute Arbeit leisten im Vergleich dazu, was wir vorher erkannt haben. Und was ganz wichtig ist, und das nicht nur in Syrien, sondern auch in den Nachbarländern, ist die Bildungsarbeit, weil so viele Tausende, Hunderttausende Kinder komplett aus dem Bildungsprozess herausgefallen sind, die wir dringend auffangen müssen.